Hallo zusammen und herzlich willkommen zum vierten Teil unserer Nordkap-Reise. Wie schon im vorigen Video versprochen, sind wir jetzt wieder zurück auf dem Festland. Das Nordkap liegt jetzt hinter uns und unser heutiges Ziel ist Alta. Bis dorthin sind noch etwa 200 Kilometer. Erst fahren wir die E69 wieder zurück bis Olderfjord und biegen dann rechts ab auf die E6 bis nach Alta. Die E6 geht über Oslo bis nach Trelleborg, ist die längste Europastraße in Skandinavien mit mehr als 3000 Kilometer. Sie führt von Kirkenes in Russland über Finnland und Norwegen nach Trelleborg in Schweden. Dieser werden wir in der nächsten Zeit immer wieder begegnen. Jetzt genießen wir das schöne Wetter und die zauberhafte Küstenstraße E69. So, wir sind jetzt hier auf der angekündigten E6 und haben die wunderschöne Küstenstraße verlassen. Deswegen sind wir jetzt nicht traurig, aber ein Genuss war es allemal. Daher sind wir jetzt gespannt auf die uns noch bevorstehenden Landschaftsrouten. Jetzt geht's hinauf in die Berge. Wir hoffen, keine Winterausrüstung zu brauchen. Bisher haben wir ja auch keine gebraucht. Hoffentlich bleibt es auch so. Man hatte uns gesagt, dass bis vor 2 Wochen bestimmte Strecken nicht befahrbar waren, wegen Schnee. Rechts begleitet uns jetzt eine Weile der Guatemurioca-Fluss. Wir hatten noch überlegt, ob wir die Landschaftsroute nach Hammerfest mitnehmen sollen oder nicht.
wir haben uns dagegen entschieden, weil es auch eine Sackgasse ist und wir das Ganze dann wieder zurückfahren hätten müssen. Wäre somit auch eine Tagestour gewesen. Wir haben zwar noch 19 Tage vor uns, aber alles kann man leider nicht mitnehmen. Hammerfest gilt als die nördlichste Stadt. Naja, man muss ja auch einen Grund haben, eventuell wiederzukommen. Kurze Pause ist angesagt. Ein nett eingerichteter Rastplatz direkt am Fluss mit Toiletten und großen Müllcontainern. Brigitte wartet schon ungeduldig, dass es weitergeht. Und weiter geht's auch. Ich finde, diese endlosen Weiten sind genauso beeindruckend wie auch die wunderschönen Berge. Wir verlassen nun die schneebedeckte Hochebene und fahren hinunter nach Alta. Schneeausrüstung haben wir jetzt doch keine gebraucht, zum Glück. Angekommen an unserem Übernachtungsplatz gibt's erst einen ausgiebigen Spaziergang, dann was zu essen und anschließend ins Bett. Also, dann bis morgen. Guten Morgen. Wir fahren jetzt nach Alta rein und wollen uns die Nordlichtkathedrale mal anschauen. Ja, leider ist sie noch geschlossen, wir sind zu früh da. Also fahren wir erstmal ein Stück und suchen uns einen schönen Platz zum Frühstücken. Hi, wir sind hier auf dem Parkplatz an einem Fjord und frühstücken jetzt. Wir waren in Alta, haben übernachtet dort, wollten eigentlich die Kirche anschauen, aber die öffnet erst um 11 Uhr und so lange wollte man nicht warten. Also sind wir weitergefahren und wie schon gesagt, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Genau, wir sind auf dem Weg nach Tromsø und wir haben jetzt gerade festgestellt, dass die Straße dahin gesperrt ist. Wir haben uns einige Autofahrerzeichen gemacht, dass wir wieder zurückfahren sollen. Das ist nochmal so eine Autofahrt von 7 Stunden ungefähr und jetzt wird sich das alles nochmal weiter verzögern, weil wir jetzt nochmal einen riesen Umweg fahren müssen, bis wir da tatsächlich ankommen. Aber das Wetter ist schön, es ist bombig. Wir genießen jetzt hier diese Ruhe hier am See, am Fjord. Luna badet, die hat das Wasser für sich wieder entdeckt. Und ja, dann schauen wir weiter. Genau. Ja, so wie ihr seht, sind wir wieder bei der Nordlichtkathedrale. Da wir ja wieder zurück nach Alta mussten, also haben wir uns entschieden, sie doch noch zu besuchen. Unser heutiger Plan ist ja jetzt eh hinüber, also kommt's nicht mehr drauf an. Für den Besuch muss man Eintritt zahlen. Ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber ich glaube, das waren so 8 Euro pro Person. Die Kirche ist wunderschön, aber ich persönlich bin nicht ganz Freund damit, Eintritt in eine Kirche zu zahlen und dann in der Höhe. Aber gut. So, nach dem Besuch der Kirche fahren wir jetzt die Umleitung. Was ich noch sagen wollte, um den Turm zu besteigen, muss man extra zahlen. Das war uns dann doch zu viel. Wir sind jetzt auf der E45, die geht zurück nach Finnland. Das sind so 175 Kilometer. Dann weitere 45 Kilometer, bis wir auf die E8 stoßen.
Auf der fahren wir dann an der schwedischen Grenze entlang, bis wir wieder in Norwegen sind und werden dann bei Skibooten wieder auf unsere ursprüngliche Route, die E6, kommen. Das sind noch einmal 190 Kilometer. Statt 260 Kilometer fahren wir jetzt 430. Das sind so mal kurz 170 Kilometer Umleitung. Wow, habt ihr das gesehen? Das war knapp und zum Glück nichts Größeres. Okay, das sind andere Kaliber. Da will man nicht unbedingt sein, wenn die runterkommen. Wir hoffen, hier heile durchzukommen. Die Straßensperre ist auch durch Steinschlag verursacht worden. Und die Aufräumarbeiten sollen bis zu 2 Wochen dauern, hieß es. Also doch was Größeres. Die Seen hier oben sind noch zugefroren. Und ich muss sagen, die Landschaft hier ist auch sehr schön. Nach einigen Kilometern erreichen wir die Hochebene und das Wetter ist auch gleich anders. Nach weiteren Kilometern erreichen wir Finnland. Das Wetter ist nicht besser geworden, aber die Landschaft ist echt verblüffend. So viel Wasser links und rechts habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Sumpflandschaft ist oder einfach nur überschwemmt, aber das geht über viele Kilometer so weiter. Langsam wird es etwas unheimlich. Und wieder diese unendlich geraden Straßen in Finnland. Ich finde sie so genial. Wir kommen aus dem Staunen nicht heraus. Was sagt man dazu? Wie ein Strich in der Landschaft, der am Horizont verschwindet. Kilometer und Stunden später endlich wieder in Norwegen. Das sieht ja mal gleich anders aus hier. Wir sind jetzt wieder zurück auf der E6, die auch gleich die E8 ist ab hier. Die trennen sich aber wieder bei Gargan. Wir bleiben auf der E8 bis nach Tromsø. Und da ist Tromsø auch schon. Damit haben wir aber nicht gerechnet, das heute noch zu schaffen. Die Umleitung war schon schön anstrengend, zwar nicht fahrtechnisch, aber 550 Kilometer in knapp 8 Stunden und das nur Bundesstraße. Wir werden hier erstmal tanken und dann einen Übernachtungsplatz suchen. So, wir haben uns entschlossen, jetzt doch noch weiterzufahren. Nach dem heutigen Tag haben wir keine Lust auf Städtetour. Also fahren wir jetzt durch Tromsø durch bis nach Brensholmen und suchen uns dort was Ruhiges zum Übernachten. Sind dann morgen früh gleich bei der Fähre nach Botnam auf Senja. Und eigentlich wollen wir ja die Landschaftsrouten abfahren und nicht Städte besuchen. Also nochmal 55 Kilometer fahren. Es ist jetzt 20 Uhr, das schaffen wir noch. Könnte man das hier auch schon als Landschaftsroute bezeichnen, oder? Ist doch wunderschön. Thank you.
hier rechts ist der angepeilte Stellplatz. Der ist sehr schön angelegt, aber irgendwie sagt er uns nicht zu. Also fahren wir etwas zurück, wo ich einen kleinen Parkplatz gesehen habe mit Zugang zum Meer. Ja, hier bleiben wir. Jetzt geht's erst noch ein wenig am Strand, die Seele baumeln lassen, dann was essen, noch was trinken und anschließend schlafen. Also bis morgen.